In diesem Video schauen wir uns die Klassifikation von Daten, von qualitativen Merkmalen mit Hilfe von Algorithmen im maschinellen Lernen an. In den Folien verwenden wir zum Teil Abbildungen aus dem Buch von James Witten Hasty und Tip Shirani, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Wir sagen da ja häufig so einfach das ISLR-Buch und wir hatten schon mehrfach darauf verwiesen. Klassifikation, auch das hatten wir uns schon klar gemacht, ist eine der Hauptanwendungen des Supervised Machine Learning und das hatte ich am Beispiel eines sehr häufig vorzufindenden Datensatzes erläutert, nämlich von Olivenölen. Der Datensatz heißt dann meistens auf Englisch Olive Oils, das heißt, wir haben Werte über Olivenölen der darin enthaltenen Fettsäuren und wir haben Angaben aus welcher Region. Hier sehen wir verschiedene Regionen in Italien. Wir haben Angaben über die Region, aus der diese Öle sind. Und die spannende Frage ist natürlich, wenn wir jetzt ein neues Olivenöl ins Labor bekommen, können wir dann aufgrund der Messdaten der Fettsäuren, die wir jetzt haben, das Öl einer dieser Regionen zuordnen, können wir also eine Klassifizierung durchführen. Wir werden jetzt hier in den Folien meistens ein anderes Beispiel sehen. Das kann man sich gut vorstellen. Kreditkartenfirmen wünschen sich garantiert Klassifizierungen, ob es irgendwelche Merkmale der Kunden gibt, sodass zum Beispiel die monatliche Rechnung gedeckt ist oder nicht. Das wird nachher ein simulierter Datensatz sein, aber man kann sich gut vorstellen, dass solche Anwendungen auch in dem Umfeld laufen. Dieser Datensatz stammt auch aus dem Buch, das wir vorhin schon erwähnt haben. Dafür gibt es ja ein Package, das wir auch schon installiert haben. Es ist ein simulierter Datensatz, enthält 10.000 Angaben über das Geschlecht, ob jemand Studentin ist oder nicht, das Alter, die Höhe des monatlichen Einkommens, die Höhe der monatlichen Kreditkartenrechnung, das heißt in Englisch Balance, dieser Begriff kommt dann nachher, und auch ob die Kreditkarte am Ende des Monats gedeckt ist oder nicht. Eine nicht gedeckte Rechnung heißt in Englisch Default, auch dieser Begriff wird dann später wieder auftauchen. Und als letztes Beispiel, auch den hatten wir schon bei der Einführung ins maschinelle Lernen betrachtet, ist ein Spamfilter. Wir haben Wahrscheinlichkeiten darüber, wenn gewisse Begriffe in Text drin ist, ob das eine Spam-Mail ist oder nicht. Auch das ist eine ganz klassische Klassifizierung. Das heißt, die generelle Frage, wenn wir Klassifikation betreiben, ist die Antwort auf die Frage, können wir aus Einflussgrößen ein qualitatives Merkmal vorhersagen? Können wir also mit Hilfe von Einflussgrößen klassifizieren. Bevor wir uns jetzt konkrete Verfahren ansehen, mit denen wir nach dem Trainieren, das heißt eben Supervised Machine Learning, einen Klassifizierer aufstellen können und danach dann eben mit den später einkommenden Daten dann auch klassifizieren können, schauen wir uns Größen an, die wir brauchen, um die Fehler, die wir unvermeidlich eigentlich auch wieder machen, abzuschätzen. Dazu führen wir eine sogenannte Indikatorvariable ein. Wir nennen sie groß I wie Indikator. Der Indicator ist immer eine Variable, die 0 oder 1 ist. Angenommen, wir haben Trainingsdaten. Die nennen wir immer X und Y. Wir haben ein Stück davon und das Y ist eben gerade ein qualitatives Merkmal. Davon wollen wir sozusagen die Ausprägung später bestimmen aufgrund der Einflussgrößen. Die nennen wir jetzt einfach mal X, das heißt wir bekommen ein XI und bekommen dann sozusagen eine geschätzte Klassifikation. Das nennen wir jetzt wieder YI Dach. Das hatten wir schon bei der Regression gemacht. Wir haben solche geschätzten Werte immer mit dem Dach versehen. Es gibt natürlich ein exaktes Ergebnis, das nennen wir YI. In den Trainingsdaten kennen wir ja das Exakte. Und diese Indikatorvariable ist dann gerade definiert
als 1, wenn wir falsch klassifiziert haben, und 0, wenn die angegebene Klassifizierung in YIDAG mit dem richtigen Wert YI übereinstimmt. Und dann können wir einen Trainingsfehler, der sich auf die Trainingsdaten bezieht, definieren. Wir messen einfach den Anteil der inkorrekten Klassifikationen in dieser Trainingsmenge. Das ist einfach 1 durch n, halt diese Indikatorvariable von 1 bis n. Das ist einfach, wie oben das der Prosa schon sagt, der Anteil. Den vermuten wir oder hoffen wir natürlich, dass er möglichst klein ist, aber wir können ihn messen. Viel interessanter ist dann im Anschluss der Testfehler. Wir bekommen jetzt Werte, die nennen wir zwar x0, y0, könnten auch sehr viele sein, nicht nur eine. Und der Testfehler ist einfach der durchschnittliche Fehler, den wir da machen, auch wieder mit der Indikatorvariable definiert. Und das ist der eigentliche Fehler, den wir dann später versuchen zu schätzen. Um diese Testfehler uns besser anzusehen und auch um den besten Klassifizierer, den wir eigentlich überhaupt finden können, zu formulieren. Hier nochmal eine Erinnerung an bedingte Wahrscheinlichkeit. Dieser Klassifizierer wird nämlich Bayes-Klassifizierer genannt. Das sollte Sie an den Satz von Bayes aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung erinnern, und da haben gerade bedingte Wahrscheinlichkeiten eine Rolle gespielt. Wir haben zwei Ereignisse, hier mal als Symbol A und B und rechts davon immer das Beispiel des Spam-Filters. Wir haben ein Ereignis A, das Ereignis A ist, es liegt Spam vor, und wir haben auch eine Wahrscheinlichkeit davon, indem wir zum Beispiel über die letzten 3 Jahre schlicht und ergreifend gezählt haben, wie viele E-Mails wir bekommen haben und wie viele davon Spam waren. Das ist sicherlich ein guter Schätzer für diese Wahrscheinlichkeit. Das Ereignis B soll eintreten, wenn eine vorliegende E-Mail, die jetzt gerade reinkommt, einen Begriff, ein Wort enthält, mit der Wahrscheinlichkeit P von B. Auch das können wir über die Vergangenheit immer wieder mitloggen und diese Wahrscheinlichkeiten besser aufstellen. Dass wir hier Supervised Machine Learning machen, das heißt eben trainieren, das liegt relativ nahe, weil es verschiedene Berufsgruppen, ein Beispiel ist immer der Urologe, ein Spamfilter für einen Urologen muss garantiert ganz andere Begriffe verwenden für die Entscheidung, ob was eine Spam oder keine Spam-Mail ist, wie ein Mensch, der eben kein Urologe ist. Die Wahrscheinlichkeit für B oder der Voraussetzung A, da sind wir gerade bei den bedingten Wahrscheinlichkeiten. Das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ein Begriff in einer E-Mail enthalten ist, wenn die Mail als Spam eingestuft ist. Und A unter der Voraussetzung B, wenn wir davon die bedingte Wahrscheinlichkeit betrachten, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass die Mail als Spam eingestuft wird, wenn ein Begriff in der Mail enthalten ist. Und das ist eigentlich die interessante Wahrscheinlichkeit, die wir benötigen. Und dieser Satz von Bayes, der hat einfach das Folgende gesagt: Wenn wir die bedingte Wahrscheinlichkeit B unter der Voraussetzung A kennen, das ist jetzt gerade wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Begriff in einer Mail enthalten ist, wenn die Mail als Spam eingestuft ist. Wenn wir die Wahrscheinlichkeiten A und B kennen und wenn die Wahrscheinlichkeit für B größer als 0 ist, dann können wir die umgedrehte bedingte Wahrscheinlichkeit P von A unter der Voraussetzung B mit diesem Satz von Bayes ausrechnen. Der Bayes-Klassifizierer, den wir jetzt gleich beschreiben werden, das ist, wenn man so will, der Goldstandard unter allen Klassifizierern. Es gibt eine untere Grenze für die Testfehlerrate. Wie bei der Regression gibt es unvermeidbare Fehler. Wir werden nie in den Anwendungen einen Klassifizierer finden mit einem Testfehler von 0. Wir müssen ihn einfach nur gut genug machen. Und dieser Bayes-Klassifizierer erreicht diesen Testfehler. Das kann man mathematisch beweisen. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, aber das ist mathematisch abgesichert. So, wie funktioniert dieser Bayes-Klassifizierer? Der arbeitet eigentlich relativ einfach. Die Schwierigkeit liegt dann darin, diese Wahrscheinlichkeiten, die da drin stecken, in der Anwendung zu berechnen. Das heißt,
Wir haben hier ein Ereignis, X0 kommt jetzt rein, wir suchen jetzt den Klassifizierer, das heißt den Klasse J. Das heißt, wir rechnen einfach alle bedingte Wahrscheinlichkeiten aus, dass Y in der J-ten Klasse liegt, wenn eben X, X0 ist. Wir haben die alle und nehmen dann ganz einfach das J für das diese Zahl hier zwischen 0 und 1 maximal ist. Dieser Klassifizierer, den nennen wir Bayes-Klassifizierer. Nochmal der Hinweis, in der Realität, in der Anwendung ist es dann sehr, sehr schwer, diese Wahrscheinlichkeiten wirklich auszurechnen. Können wir das? Gibt es keinen besseren Klassifizierer? Haben wir nur zwei Ausgänge, zum Beispiel bei unserem Beispiel vorhin mit, ja, die Kreditkarte platzt oder eben nicht, dann bekommen wir zwei Zahlen, die eine davon ist größer als 1,5, die andere ist kleiner als 1,5 und dann nehmen wir natürlich die Klasse, für die die Wahrscheinlichkeit größer als 1,5 ist. Um uns jetzt mal etwas diesem Bayes-Klassifizierer zu nähern, sehen wir hier eine Abbildung aus dem ESLR-Buch, ein simulierter Datensatz. Die Einflussgrößen, die sozusagen in den Algorithmus hineingehen, das sind jetzt die X- und Y-Koordinaten von Punkten hier auf diesem Gitter. Das ist ein 100 kreuz 100 Gitter. Das heißt, unser X ist sozusagen, sind jetzt Koordinaten und unser Y, das heißt das Klassifikationsergebnis, ist, welche Farbe hat denn dieser Punkt? Ist er blau oder ist er orange? Da dieser Datensatz simuliert ist, können wir die bedingten Wahrscheinlichkeiten in unserem Bayes-Klassifizierer berechnen, nehmen dann immer die größere davon und klassifizieren. Und was wir hier sehen im Bild, sind zuerst mal der Bereich, hier zeichne ich gerade die Grenze, unterhalb dieser gestrichelten Linie wird der Bayes-Klassifizierer alle Punkte blau klassifizieren. Oberhalb in diesem Bereich wird er sie alle orange klassifizieren. Und hier sehen wir schon, es gibt unvermeidbare Fehler. Auch der Bayes-Klassifizierer, dieser Punkt müsste eigentlich blau sein, aber er liegt hier in diesem Bereich, also wird er als orange klassifiziert. Wir haben sozusagen eine Testfehlerrate auch später größer als 0, aber besser als das hier werden wir nie erreichen. Da simuliert ist, können wir den Testfehler sogar bestimmen. Er ist 0,1304, also 13%. Und diese Linie, die wir hier sehen, nennt man dann auch Decision Boundary, auch später bei den anderen Verfahren, sozusagen die Entscheidungsgrenze. Auf der einen Seite der Grenze entscheiden wir uns jetzt hier bei dem dichotomen Beispiel für Orange, auf der anderen Seite für Blau. Und nachdem das jetzt hier gerade die Grenze für den Bayes-Klassifizierer ist, nennen wir die dann auch Bayes Decision Boundary. Und das liegt jetzt auch nahe. Alle anderen Verfahren, die wir beschreiben, müssen sich an dieser Boundary später auch immer messen. Gut, schauen wir uns ein erstes Beispiel eines Verfahrens an, mit dem wir klassifizieren können. Das ist der Algorithmus, der K-Nearest Neighbors heißt, KNN meistens abgekürzt, sozusagen die K-nächsten Nachbarn. Auch das ist jetzt wieder eine Abbildung aus dem ESLR-Buch. Und wir wollen diesen Punkt klassifizieren. Das Beispiel ist angelehnt an das, was wir eben schon gesehen haben. Wir haben Punkte mit blauen und orangenen Farben. Abstand ist auch klar. Wir nehmen einfach hier die x-y-Koordinaten und den euklidischen Abstand. Und was wir jetzt zuerst brauchen, wir müssen dieses k bestimmen. Das ist der Parameter, der da eingeht. Hier in dem Beispiel haben wir jetzt mal k gleich 3 genommen. Das heißt, wir nehmen die drei nächsten Nachbarn für diesen Punkt. Das sind diese drei hier, hier in diesem hellgrünen Kreis liegen diese Nachbarn und dann zählen wir einfach, wie viel davon sind jetzt blau, wie viel davon sind orange. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit für die beiden ist 2/3, 1/3. Dann nehmen wir die größere Wahrscheinlichkeit und würden diesen Punkt jetzt als blau klassifizieren. Schauen wir uns das mal allgemein an.
Schritt 1 in der KNN-Klassifikation ist, wir wählen so eine positive natürliche Zahl k aus, minimal 1, maximal irgendein Wert, wir werden nachher auch noch Beispiele sehen. Für eine gegebene Einflussgröße x0, das waren jetzt gerade hier, welche Koordinaten hat denn der Punkt, der da mit dem Kreuz markiert war, bestimmen wir die k-Punkte in den Trainingsdaten, die am nächsten zu x0 liegen. Diese Menge der Nachbarn nennen wir jetzt mal n0, die Nachbarn. Und für diese Punkte in N0, die nehmen wir einfach, zählen ab und schätzen die bedingten Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse J als den Anteil der Punkte in N0, die eben zu dieser Klasse J gehören. Das war jetzt gerade im Beispiel, war es orange und blau. Dann nehmen wir auch hier wieder die Indikatorvariable. Das ist relativ einfach. Wir gehen einfach in der Schleife hier durch. Und dann wählen wir als J, als Ergebnis dieser KNN-Klassifikation, das J, wo diese Zahl hier am größten ist. Da machen wir quasi genau das Gleiche als beim Bayes-Klassifizierer. Da hatten wir ja schon auch eine Decision Boundary gehabt. Und wir können, wenn wir diese Punkte jetzt hier haben, natürlich auch eine Decision Boundary für KNN machen, indem wir auf diesem Gitter schlicht und ergreifend für jeden Punkt entscheiden, würdest du blau oder orange markiert werden. Und dann kommt dieses Bild hier heraus. Hier sehen wir auch schon mal, es wird eben auch wieder falsche Klassifizierungen geben. Hier in dem Bereich, alle diese Punkte, die hier sind, würden blau klassifiziert werden. Hier auch, alles andere würde orange klassifiziert werden. Kommen wir nochmal auf den großen Datensatz von vorhin zurück und da werden wir dann auch KNN drauf anwenden. Hat man so zwei Bereiche und eben auch wieder falsche Klassifizierung. Besser konnten wir das aber nicht. Und jetzt nehmen wir mal einfach verschiedene Werte für K und wenden den KNN-Klassifizierer drauf an. Dann bekommen wir so etwas für K gleich 10. Hier oben haben wir immer noch falsch klassifizierte. Ich gehe gerade nochmal zurück. Ja, lass mal mit dem Maus gerade hier. Ja, die sind immer noch falsch. Ansonsten hier, das ist jetzt die Decision Boundary für K gleich 10. Die ist hier viel, viel rauer. Und hier gestrichelt sehen wir wieder die Base Decision Boundary. Hier haben wir größere Unterschiede. Hier sind sie gar nicht so weit auseinander, eben nur, dass die Base-Grenze deutlich glatter ist. Schauen wir mal für k gleich 1, das können wir ja machen. Die Nachbarschaft ist dann ganz, ganz klein. Und da sehen wir, da haben wir einen Trainingsfehler von 0. Muss man aber aufpassen, das würde in der Regression, wenn man da zurückdenkt, würde das bedeuten, wir bestimmen eine Kurve, die jeden Punkt in unserer Punktewolke interpoliert. Das ist wahrscheinlich auch nicht sehr sinnvoll. Wir bekommen eine sehr, sehr fein ausgeprägte Decision Boundary und Fehler werden wir dann trotzdem noch machen. Wenn wir jetzt sehr viele Punkte in die Nachbarschaft machen, k gleich an 100, dann hat das den Effekt, dass die Decision Boundary sozusagen immer glatter gezogen wird. Ja, wenn man das hier im Base vergleicht, ist viel zu weit weg eigentlich. Ja, es ist viel glatter und wir haben natürlich wieder Fehler. Das kann man dann in der Praxis, würde man einfach verschiedene K-Werte nehmen. Das ist nicht ganz so einfach, immer das Exakte zu verwenden. Die Testfehler bestimmen. Und dann mal schauen, ja, davon einfach den kleinsten nehmen. Nachdem das hier ein simulierter Datensatz ist, können wir diese Testfehler ausrechnen. Base-Klassifizierer wussten wir schon, 13% ungefähr 0,1304. Für k gleich 10, deshalb war das auch als erstes auf der Folie 0,1363. Das ist sehr, sehr nahe schon an dem optimalen Wert, weil besser als Base können wir ja gar nicht. K gleich 1, 16,9%. K gleich 100, 0, 1,925, wenn wir hier K noch größer machen, dann wird dieser Wert hier auch immer höher. Also hier würde man wahrscheinlich die Entscheidung treffen, wir nehmen K gleich 10 und verwenden das in Zukunft. Wir hatten ja bereits das Beispiel der Kreditkartendaten betrachtet, auch wieder ein simulierter Datensatz. Den werden wir jetzt nicht für die KNN-Klassifikation einsetzen, aber das ginge natürlich. Das überlasse ich aber als Übung Ihnen.
sondern wir werden jetzt mit diesem Beispiel ein weiteres Klassifikationsverfahren betrachten, die logistische Regression. Sie unterscheidet sich von KNN im Wesentlichen nur dadurch, dass wir ein anderes Verfahren verwenden, um die bedingten Wahrscheinlichkeiten, die wir da hatten, um die zu schätzen. Bevor wir das machen, schauen wir mal noch mal ganz kurz in den Datensatz hinein. 10.000 Angaben über Kreditkarten, Kunden, Geschlecht, ob jemand Student oder nicht ist, Alter, Höhe der monatlichen Kreditkarten, Rechnung, das war gerade das Balance, und ob die Kreditkarte gedeckt ist oder nicht. Und das wollen wir gerade sozusagen schätzen. Das ist unser qualitatives Merkmal, das wir haben wollen. Das heißt, die Fragestellung ist, können wir aus Merkmalen, aus den Daten voraussagen, ob die Rechnung einer Kreditkarte am Monatsende gedeckt ist oder nicht. Nachher sehen wir da wieder englische Begriffe, weil die Abbildungen aus dem ISLR-Buch sind. Default gleich Yes bedeutet, die Rechnung ist ungedeckt. Man spricht dann von Defaulted. So, jetzt können wir unsere Trainingsdaten, das sind ja gerade diese Werte, die im Datensatz drin liegen, können wir ein Streuungsdiagramm machen. X-Achse ist die Rechnungshöhe, Y-Achse ist das Einkommen und für die Klassifikation, das heißt, wir wissen ja auch, war Default Yes oder No. Wenn Default Yes ist, also es ist geplatzt, dann ist es ein blauer, runder Punkt und die anderen sind markiert durch Kreuze und Orange. Was man hier so sieht, ist, dass je höher die Rechnung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Kreditkartenrechnung platzt. Aber wir sehen hier auch so ein paar hier links. Ne? Wir können ja nicht einfach einen Strich ziehen, das wäre ja einfach. Dann hätten wir eine einfache Decision Boundary. Das ist ja gerade das Problem, dass es hier eben relativ schwierig ist. Aber so eine Vermutung hätten wir schon. Das hängt garantiert mit der Höhe der Rechnung ab. Machen wir mal ein paar Boxplots. Hier sehen wir für die Balance und wieder hier aufgeteilt Default No, das heißt nicht geplatzt und geplatzt. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass wir hier im Median einen großen Schritt machen. Also das bestätigt die Vermutung noch viel mehr als das Streuungsdiagramm. Streuungsdiagramm sagt uns eigentlich, also es wird nicht ganz so einfach werden. Wenn es Einkommen, naja gut, das ist nicht ganz so eindeutig, was wir hier sehen. Gut, wie machen wir jetzt mal einen Ansatz dafür? Wir haben jetzt erstmal vermuten, das hat man schon festgehalten, dass es einen Zusammenhang zwischen Balance und Default gibt. Und wir wollen diese bedingten Wahrscheinlichkeiten schätzen oder berechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Default gleich Yes, eine Abhängigkeit, weil wir wissen, was die Kreditkartenrechnung des Balance ist. Wenn wir das können, dann könnt ihr so ein Kreditkartenunternehmen so eine Schranke festlegen, zum Beispiel sagen, wenn diese Wahrscheinlichkeit größer als ein halb ist, in der Vorhersage, dann lehnen wir einen Antrag auf eine Kreditkarte ab. Oder wenn wir ganz vorsichtig sind, sagen wir eben nicht nur 0,5, sondern 0,1. Das muss dann sozusagen das Unternehmen für sich selber entscheiden. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Wahrscheinlichkeiten, wissen wir, das sind Zahlen zwischen 0 und 1. Also was hält uns eigentlich davon ab, diese Wahrscheinlichkeit hier mit Hilfe von der linearen Regression, mit einer Geraden anzunähern. Nicht nur Zahlen zwischen 0 und 1, wir können damit rechnen. Das sollte doch überhaupt kein Problem sein. Das heißt, wir würden sowas formulieren. Wir schreiben jetzt mal ganz kurz P-Balance für diese Wahrscheinlichkeit, Default gleich S, wenn Balance eingetreten ist. Und haben dann hier unser lineares Modell. Versuchen dann Beta 0 und Beta 1, besser gesagt Beta 0 nach und Beta 1 nach, zu bestimmen und können dann, wenn wir hier eine Konstante haben wie ein halb oder 0,1, können wir dann hier diese Entscheidung treffen. Ja, schauen wir uns das doch mal einfach an. Hier sehen wir Streuungsdiagramm und zwar nur noch Default gleich Yes. Deshalb die orangenen Punkte. Das ist 0 oder 1. Das ist ja ein qualitatives Merkmal. Und wenn wir jetzt diese lineare Regression durchführen, sehen wir hier auch schon, bekommt man diese blaue Gerade. Die Mathematik kann das, kein Problem. Aber das Ergebnis ist ein Problem.
Da würden wir nämlich für eine Balance von, sagen wir mal hier so irgendwas zwischen 0,5 und 250, da bekommen wir ja negative Werte. Diese Gerade ist doch für uns überhaupt nicht einsetzbar, weil Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 0 und 1. Dieser Ansatz ist nicht wirklich zu verwenden. Das hat man mal fest. Also problematischer Ansatz ist nur vorsichtig formuliert. Wir können für eine Regressionsgerade einfach nicht kontrollieren, dass sie immer in Intervall 0,1 in den Werten liegt. Das heißt, dieser Ansatz ist so unbrauchbar. Aber es gibt Funktionen, die, wenn man so will, immer so eine S-Form haben werden und wo wir das kontrollieren können. Das ist eine sogenannte logistische Funktion. Ich zeige es Ihnen gerade mal, wie die heißt. Das heißt, p von x ist einfach so eine E-Funktion, e hoch, und hier oben steht es ein lineares Modell im Exponent durch 1 plus nochmal e hoch ein lineares Modell. Das hier können wir jetzt umformen, indem wir p von x dividiert durch 1 minus p von x machen. Da kommt nämlich einfach hier nur diese E-Funktion, dieser Exponentialterm raus. Und wenn man den jetzt logarithmieren zur Basis e, dann steht hier rechts genau das, was wir eigentlich vorhin schon mal ausprobiert haben, nämlich ein lineares Modell. Das heißt, wir bauen jetzt das lineare Modell für die logarithmierten Werte und gehen da wieder zurück. Reimen wir das mal, fassen wir das mal zusammen. Durch diesen Trick, wenn man so will, mit der logistischen Funktion erhalten wir auf der rechten Seite eine lineare Funktion. Wir können dann diese Parameter schätzen. Das wissen wir, wie das geht. Und dann können wir, wie schon bei der linearen Regression, mit diesen beiden Parametern eben auch wieder die Wahrscheinlichkeiten berechnen oder besser gesagt schätzen. Und wir können sogar wieder Hypothesentests durchführen, Statistiken berechnen, P-Werte angeben. Das Ergebnis, was wir dann erhalten werden, ich hatte schon gesagt, diese logistische Funktion produziert dann immer so eine S-förmige Funktion. Das ist diese blaue Linie, die wir jetzt haben. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Wir haben eine Funktion. Funktionswerte sind größer gleich 0, kleiner gleich 1,0. Wir können Balance einsetzen, bekommen einen Wert zwischen 0 und 1, eine Wahrscheinlichkeit, und können damit das, was wir da vorhin schon gesagt haben, dann auch durchführen, nehmen wieder die größte Wahrscheinlichkeit und haben damit die Klasse. Und wir bekommen ähnliche Ausgaben wie bei der linearen Regression. Hier zum Beispiel jetzt Achsenabschnitt wäre gerade das Beta-0-Dach, Beta-1-Dach nennen wir jetzt mal Balance, da sehen wir die Werte und die Statistiken und ganz rechts den P-Wert für den Hypothesentest, dass es keinen Zusammenhang gibt und der ist so klein, dass wir jetzt auch dieses Modell sicherlich wieder annehmen würden. Das heißt, wir nehmen diese Zahlen, berechnen damit eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit, hier steht sie jetzt gerade. Und für unser konkretes Beispiel mit den Kreditkarten heißt es jetzt, hier stehen gerade die Werte, die wir hatten. Das heißt, wenn die Kreditkartenrechnung 1000 Dollar hoch ist, dann bekommen wir hier eine Wahrscheinlichkeit, dass für 1000 Dollar Rechnung die Karte platzt. Die ist sehr, sehr klein, 0,005 76. Und gehen wir mal höher, für 2000 Dollar wird das schon mal ganz anders. Da haben wir eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%, dass die Karte platzen würde. Jetzt können wir alles das machen, was wir bei den linearen Modellen schon betrachtet hatten. Wir können qualitative Einflussgrößen hier einbauen. Wir können mehr als eine einbauen. Das heißt, wir können multiple logistische Regressionen durchführen. Einfach mehr als ein x1, sondern p Stück. Nichts Neues. Das haben wir alles schon bei dem Thema lineare Regression gemacht. Das ist dann hier links ist immer der Logarithmusterm, aber wenn wir diese Terme können, dann können wir eben das hier aufstellen, die Werte einsetzen und bekommen wieder Wahrscheinlichkeiten. Hier mal das Ergebnis für Achsenabschnitt, also Beta 0, Balance, Einkommen, und hier sehen wir auch, das geht jetzt wieder mit den Dummy-Variablen, wie schon in der linearen Regression. Hängt es davon ab, ob das jetzt ein Student ist oder nicht? Hier sehen wir die P-Values. Da würden wir jetzt wahrscheinlich in der Backward Selection sagen: Okay, also Einkommen spielt vielleicht doch keine so große Rolle.
Während hier offensichtlich hängt es davon ab, ob jemand Student ist oder nicht. Wenn man sich diesen Wert anguckt, denken Sie dran, die Werte sind keine realen Werte, sondern sind simuliert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt haben wir zwei Algorithmen gesehen, das sind nicht die einzigen, was es sehr häufig noch gibt, ist LDA, Linear Discriminant Analysis, finden Sie im ISLR-Buch. Das soll Ihnen jetzt aber einfach mal einen kleinen Eindruck geben, was überhaupt geht. So als Empfehlung, die man aufgrund von vielen Simulationen machen kann, finden Sie auch im ISLR-Buch. Wenn diese Base Decision Boundary, das ist die beste, die wir bekommen können, wenn die linear ist oder sehr nah an diesem Verhalten, also nicht sehr krumm und sehr verästelt, dann ist die logistische Regression ein Verfahren mit einer guten Performance. Ist die Base Decision Boundary nicht linear, sozusagen krumm, dann ist KNN häufig besser, wobei Sie da immer noch das Problem haben, das K zu bestimmen, was müssen Sie dann wieder mit Experimenten machen. Es gibt hier keine Regel, wo Sie sozusagen fünf Fakten hineinstecken und es kommt so ein Delphi-Orakel raus, was sagt, ja, nimm logistische Regression mit den Einflussparametern. Das dürfen wir bei unserem Thema maschinelles Lernen nie erwarten.